Hallo und willkommen zu meinem Tutorial zum Schreibprogramm Dasha, was eine gute Alternative zur Bildschirmtastatur darstellt. Wenn man eine normale Tastatur nicht verwenden kann, zum Beispiel wegen einer Behinderung, dann benutzt man normalerweise die Bildschirmtastatur, aber damit ist schnelles Schreiben etwas schwierig. Und hier setzt Dasha an, wie ich finde, und das will ich euch mal hier zeigen. Ich starte das Programm mal. So sieht das dann aus. Hier sieht man Buchstaben übereinander und das Konzept ist, dass man auf diese zufährt und hier wie in eine Landkarte reinzoomt. Gestartet und gestoppt wird es mit der linken Maustaste und der Text erscheint dann hier oben. Der Vorteil ist übrigens, dass man ohne viel Klicken schreiben kann und das geht auch recht zügig. Und eine interessante Sache ist, man sieht das hier so ein bisschen, es gibt eine Wortvorhersage. Da ordnen sich die Buchstaben zu Wörtern an, passend zur ausgewählten Sprache. Und jetzt zeige ich mal so ein bisschen die Geschwindigkeit, in der man hier so schreiben kann. Das erfordert natürlich so ein bisschen Übung, aber man ist dann schneller als mit der Bildschirmtastatur. So, jetzt geht es dann mal weiter damit, wo kann man das Programm runterladen? Das kann man hier auf dieser Seite und ich habe sie hier mal aufgerufen und da geht man hier hin zu Download. Hier gibt es also verschiedene Dinge und hier kann man irgendwelche Daten eintragen, aber ich sage jetzt mal, das braucht man nicht, um das Programm runterzuladen. Man muss hier jetzt anklicken, welche Version man will. Also eigentlich ist die 4.11 diejenige, die man benutzt. Die läuft auch unter Windows 7, wie man hier sieht. Und ja gut, was gibt es hier noch? Hier gibt es verschiedene Versionen auch für mobile Geräte. Dann gibt es hier noch Trainingstexte. Aber das Schreiben, das kann man eigentlich mit jedem beliebigen Text üben. Also das ist jetzt auch nicht so wichtig. So, dann geht es hier weiter runter. Und dann muss ich hier to Proceed to Download klicken. Dann komme ich auf diese Seite und von hier aus klicke ich dann hier diesen Link an. Ja, dann kann ich das hier speichern und im Anschluss installieren. So, ich habe jetzt bei mir Dasha mal kurz deinstalliert, um mal durch die Installation zu gehen. Also die runtergeladene Datei wird jetzt gestartet. Hier halt die üblichen Dialoge. So. Das kann man eigentlich hier, ja, lassen wir einfach mal auf Typical installieren. So, das wäre dann geschafft. Auf dem Desktop wird dann irgendwo dieses Symbol erscheinen. Und ja, hier kann man es starten. So, das Programm ist jetzt hier gestartet und jetzt schlage ich vor, einige Einstellungen vorzunehmen. Das kann man hier unter Prefs, also Preferences, da klicke ich jetzt mal drauf. Hier ist also bei Language zunächst mal die Sprachauswahl. Hier ist natürlich Deutsch sinnvoll, aber ab und zu, wenn man jetzt auf Englisch schreibt, dann sollte man schon auch auf Englisch stellen. Sonst wird die Wortvervollständigung nicht so gut funktionieren. Also man könnte natürlich mit englischer Einstellung auch Deutsch schreiben, aber das wird dann ein wenig schwieriger. So, dann gehe ich hier mal auf Control. Hier Adapt Speed Automatically. Ich empfehle das auszuschalten. Dann kann man die Geschwindigkeit hier nämlich selber setzen. 7 ist schon sehr schnell. Das muss man dann eben ausprobieren, mit welcher man zurechtkommt. So, dann hier, ja, hier würde ich eigentlich alles so lassen, wie es ist. Was man tun könnte, ist hier nur die Schriftart verändern, die halt kleiner oder größer machen, dass die Buchstaben je nach Bildschirm gut zu erkennen sind. An dieser Stelle gibt es noch eine sehr wichtige Sache, und zwar Application Style. Bei Standalone hat man hier diesen Bereich, wo dann der Text, den man schreibt, angezeigt wird und
Den kann man dann über die Zwischenablage in verschiedene Anwendungen kopieren. Es gibt hier aber auch die Möglichkeit, Direct Entry auszuwählen. Damit schreibt man dann direkt in Anwendungen oder auf Internetseiten. Das werde ich hier gleich mal demonstrieren. So, hier habe ich mal die Software OpenOffice gestartet und da werde ich jetzt mal in das Fenster von diesem Programm über Dasher mal was schreiben. Ja, man sieht, also jetzt ist hier kein Fenster zwischen. Er schreibt also direkt hier drin. So, dann wären wir jetzt hier an der Stelle, wo ich auf das Thema Schreiben mit Dasher detaillierter eingehen möchte. Man schreibt, wie gesagt, indem man von links nach rechts auf die Buchstaben zufährt. Und was ich hier noch nicht gezeigt habe, man kann natürlich auch Zeichen löschen. Dazu fährt man in die andere Richtung einfach. Da wird halt alles gelöscht, was man geschrieben hat. Nur wenn ich jetzt hier bin, da bin ich hier jetzt am Anfang und das, was ich vorher geschrieben habe, kann ich jetzt nicht mehr löschen, weil das hier von vorne angefangen hat. Und in der Situation ist es dann doch sinnvoll, die Bildschirmtastatur einzusetzen, um halt eben weitere Sachen zu löschen. Man kann sich in der Situation aber auch damit behelfen, dass man diesen Text markiert, dann einen beliebigen Buchstaben anfährt und wieder zurückgeht, dann ist es auch gelöscht. Wenn man beim Schreiben auf die Buchstaben zufährt, dann ist es übrigens nicht unbedingt notwendig, sie genau zu treffen. Sagen wir mal, ich habe jetzt diese Situation und ich möchte das Wort Glaube schreiben, dann brauche ich jetzt nicht hier rauf zu fahren und dann nach rechts, sondern ich kann ruhig hier quer über diesen Block fahren. Da steht dann ganz kurz das Wort habe, aber sobald ich das hier wieder verlasse, ist es wieder weg und dann kann ich auf das nächste Feld fahren. Das ist übrigens eine ganz nette Vereinfachung. Zahlen und Satzzeichen lassen sich mit Dasher ebenfalls eingeben. Dazu ist aber zu beachten, dass man eine Sprache wählt, bei der with numerals and punctation dran steht. Wenn das der Fall ist, dann findet man hier so ein rotes Feld und darin die Zahlen. Im grünen Feld befinden sich Satzzeichen. Hier hat man Punkt, Komma, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die Anordnung dieser Zeichen ist so ein bisschen gewöhnbedürftig, aber mit der Zeit hat man es raus und weiß dann, wo welches Zeichen zu finden ist. Ein wichtiges Zeichen ist noch der Zeilenumbruch. Den findet man unter dem grünen Feld. Der sieht dann so aus. Und wenn ich da drüber fahre, sieht man links in dem Bild, dass ich in der nächsten Zeile bin. Was ich jetzt noch erwähnen wollte, was ich aber jetzt nicht so direkt demonstrieren kann, weil so eine Situation ergibt sich halt einfach, das ist, manchmal fährt man sich so ein bisschen zwischen den Zeichen fest. Dann ist man an der Stelle und weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung man soll, um das richtige Zeichen zu finden. Bevor man da jetzt die ganze Zeit rumsucht, ist es empfehlenswert, da hier auf New zu klicken. Und dann hier nicht speichern und dann kann man wieder schreiben. Man kann mit Dasher auch auf Internetseiten etwas schreiben. Bei Facebook gibt es aber eine kleine Tücke. Wenn ich jetzt hier in das Kommentarfeld gehe und dann etwas schreibe, dann funktioniert das nur so weit, inwiefern Facebook Namen vorschlägt. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Michael eingeben würde, dann erscheint natürlich jetzt ein Name. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment setzt sich Dasher zurück, hier auf den Ausgangszustand. Und das kann öfter passieren, wenn man noch weitere Buchstaben eingibt. Um das zu umgehen, ist es dann doch besser, hier bei Prefs auf Application Standalone auszuwählen und dann so den Kommentar hier oben besser zu schreiben und ihn dann über die Zwischenablage Copy All und dann hier halt, wie man es kennt, mit rechter Maustaste einfügen.
Dann gibt es eine Sache, die man wissen sollte, wie ich finde. Und zwar die Wortvorhersage bei Dasha, die optimiert sich mit der Zeit. Sie lernt halt neue Wörter und passt sich dem Schreibstil immer mehr an. Und dazu wird eine Textdatei als Datenbank angelegt. Manchmal passiert es, dass man ein Wort mit Dasha falsch schreibt. Und wenn einem das mehrmals passiert, dann kann es sein, dass Dasha sich das so merkt und dann liegen die Buchstaben optimal, um das eben falsch zu schreiben. Außerdem ist das so, dass diese Textdatei nicht verschlüsselt ist. Also alles, was man da getippt hat, das steht da drin im Klartext. Somit ist Dasha nicht unbedingt empfehlenswert, um Passwörter einzugeben. Aber wie dem auch sei, ich zeige mal, wo diese Dateien liegen. Übrigens wird für jede Sprache eine angelegt. Also Laufwerk C, dort Benutzer, dann den Benutzernamen, den man auf dem Computer hat. In meinem Fall ist das Tobi. Und dort den Ordner App Data suchen. Sollte er hier nicht vorhanden sein, dann gehe ich hier in Organisieren, Ordner und Suchoptionen, Ansicht. Und hier unten habe ich eine Liste von verschiedenen Sachen. Da scrolle ich runter bis zum Thema versteckte Dateien und Ordner und klicke an ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen. Dann ist dieses Verzeichnis da. Diesen Ordner öffne ich. Darin öffne ich den Ordner Roaming und suche hier nach dem Ordner dasha.rc. Den öffne ich dann und hier sind diese Dateien, von denen ich gesprochen habe. Und die werde ich jetzt für mich auch mal löschen, weil das ist auch mal Zeit. So. Das war mein Tutorial zum Thema Dasha. Ich hoffe, dass es nützlich war. Für mich war Dasha auf jeden Fall eine enorme Verbesserung meiner Schreibmöglichkeiten und ich kann einfach nur raten, es auszuprobieren. Und damit verabschiede ich mich. Euer Tobi.